Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Saints Row 3. Was willst du? Mach mal bitte wieder meine Dings-Steuerung rein. Genau, da heben wir erstmal Bargeld ab. Oh yeah, 24.000. Nice. Ist denn hier gerade was in der Nähe, was wir kaufen könnten? Eine Genki-Show, da habe ich jetzt gar nicht so Lust drauf. Wo sind wir denn überhaupt? Ah, wir sind da. Dann könnten wir hier oben noch ein bisschen hier den Tätowierladen und hier den Chirurgen kaufen. Eventuell noch hier die Werkstatt. Ja, die drei Dinger, die machen wir und dann machen wir mal wieder bisschen mit Aufträgen weiter. Think of it as a learning Ich brauche mal experience. kurz dein Auto. Ich finde diese Schnellübernahmen finde ich so geil. Er hat keinen Boost, kein Nitro verbaut. Oh, und fährt sich wie Arsch. So. Platz da! Monster Truck hätte ich Bock. Oh, geh doch mal weg. So! Jetzt aber. Häuser kaufen. Und zwar drei Stück an der Zahl, damit wir noch mehr Kohle kriegen. Und dann machen wir mal die Aufträge weiter. So, und das ist schon der Tätowierladen. Hoppsa. Kurzer Frame-Einbruch. Na, so, ja, noch ein Rusty Needle gekauft, sehr schön. Und, oh, Verzeihung, gerade mal den nächsten Laden markieren. Ach komm, dann machen wir erst den hier. Ach ja, die Bullen schießen direkt auf uns, nur weil mir die Fußgänger vors Auto rennen. Was? Ach, da war er schon. Das war ja mal ganz in der Nähe. Bist du schon der Schönheitschirurg? Ja, Hechtsprung. So. Ach, hör doch auf, um nicht zu schießen. Nein, gehen wir da mal kurz rein. Dass wir den Punkt verlieren. Zack, da ist er schon weg. Wo ist mein Auto? Mein Auto steht da jetzt natürlich ganz doof. Okay, brauchen wir ein neues. Gibt's hier eigentlich wieder einen Taser? Und ich vermisse die Güllelast der Mission. So, nichtsdestotrotz, Karte. Wir haben immer noch 15.000. Da holen wir uns die Hütte hier noch. Ich könnte das alles offscreen machen. Du da, gib mal deine Karre her. Habe ich aber gar keine Lust drauf. Denn es gehört zum Spiel mit dazu und ich will euch ja in einem Let's Play das Spiel zeigen. Und wenn das halt, wie gesagt, mit dazu gehört, müsst ihr euch das leider angucken. Edge Badge, ob es euch interessiert oder nicht. So, da hätten wir direkt die nächste Versicherungsbetrugsmission. Achso, das ist eine Werkstatt. Sollen wir jetzt die Hütte hier mal tunen? Nee, aber da könnte ich mir gleich mal ein Fahrzeug rufen. So, meins. So, wir wissen ja, wie viel es da gibt. Hoppsa. Falsche Taste. Telefon. Fahrzeuglieferung. Den Phoenix. Bringen wir mal den Phoenix ran. Da kommt er schon. Du hast ihn kaputt gefahren! Steigt wie der Frau am Steuer, oder? Ja, das war klar. So. Leute, machen wir da Platz. Lol, was hört die denn für eine Musik? So, Pimp My Ride, Part 2, Leistung. Ja, komm, so ein bisschen Leistung geht immer mal. Verstärkte Stoßstange, verstärkter Rahmen, brauche ich nicht. Karosserie-Mods, Mods, nicht Mods. Auspuff kann ich erst entscheiden, wenn ich weiß, was für eine Stoßstange wir drauf haben. Kühlergrill geht hier sogar. Na, nehmen wir mal den hier. Motorhauben. Ne, das ist mir zu protzig. Dann lass ich lieber hier die acht Töpfe rausgucken. Spiegel, was gibt's da? Wir holen uns einfach die, auch wenn mir die anderen Nachricht was besser gefallen hat. Ja, komm, wir holen uns den hier. Jetzt können wir dann die Auspuffrohre machen. Da sehen eigentlich alle Scheiße drin aus. Naja, holen wir uns die. Gefallen mir zwar nicht, aber gut. Rekschussstange haben wir, Dächer.
einen auf Targa machen. Ey, wenn man hier auf Zunes Caprio, Seitenschürze. Spoiler, was geht da so? Dann kann ich jetzt nicht drehen. Ja, komm, machen wir die. Das ist ja hier so ein bisschen Mustang-mäßig. Was haben wir da? Ach, da haben wir da noch so komische Einlässe. Ne, da behalten wir die hier. Aufkleber, Aufkleber 2, 3, 4, 5, 1000. Lackierung, Karosseriefarbe. Lack 1. In Lila. Ne, nicht in Matt. Nehmen wir wieder das hier. Zierstreifenfarbe. Das ist nur das. Lack 2 ist das. Ist mir egal. Felgenfarbe. Ja, ich hätte schon gern Metall. Metall in der Felgen. Hier ein paar schwarze drauf. Scheibentönung. Upsa. Lila. Innenausstattung. Ist auch wieder lila. Unterbodenlichtfarbe. Auch lila. Und ich muss doch nochmal Karosseriefarbe. Lack 2. Was hatten wir da jetzt für einen Lack? Können wir ruhig mal hier so ein bisschen dunkler machen. Lack 3. So. Mal hier ein bisschen heller. Und. Ach du Scheiße, Karosseriefarbe. Lack 3. Ne, hatten wir. Lack 4. Ah, jetzt da ist der Rest. Hier machen wir ganz dunkel. So, Räder bei der Achsen. Reifenprofil. Und hier das. Felgengröße extra tief. Radgröße. Big One drauf. Radbreite. So, kaufen. So, mir gefällt da jetzt aber noch was nicht. Bruch, Karosserie, Mods, Dächer. Gehen wir doch hier drauf. So. Wenn wir den auch fertig übernehmen. Okay. Geld haben wir keins. Aufträge wollten wir machen. Ne, wollten wir noch nicht. Haben wir alles gekauft. Ah, hier könnten wir jetzt direkt noch eine Bandenoperation machen. Könnten es dann hier wieder zurückziehen. Das machen wir. Wo stehen die Eierköpfe? Irgendwo da oben wahrscheinlich. Ja, da sehe ich sie schon. So, schauen wir mal. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Da sind sie. Komm, schieß doch. Ich habe keine Munition mehr dabei. Okay, dann müssen wir die so platt machen. Wow! Oh, warum gammeln die denn da oben rum? Ja, du bleib mal stehen. So. Oh nein, er hat mich im Visier. Ausgewischen. Und ich komme hier nicht hoch. Okay, so, jetzt runter wieder zum Rim Johoborops. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Aua. Wow, so ein dicker sogar. Das ist ja mein Laden. Wow, da kam so ein dicker mit dem Dicken an. So ein dicker mit Flammenwerfer. So, okay, nichtsdestotrotz haben wir das dann auch erledigt. Yo, we heard what Zemos is doing with the unionizing of the girls and we want in. But you gotta take out the Morningstar watching us first. Nein, will ich gar nicht machen. Würde ich echt nicht machen jetzt. Mal hier Schutzengel. Ich wollte ins Auto springen. Kinsey, I'm not moving any more boxes. I went out and they found me. Who? The Deckers. Who else have I been hacking? Wait, don't answer that. I'll come help you get out. No, get into position and cover me instead. Right.
Ja, ich wollte eben hier schnell ins Auto einsteigen und im selben Moment hat anscheinend mein Handy geklingelt, wo ich aus Versehen dran gegangen bin. Das wollte ich gar nicht. Naja. So, wir hacken dann jetzt hier mal wie die Gestörten rüber zu Kenzie. Kinsey, Kenzie, oder wie auch immer sie heißen mag. Achso, hier jetzt links. Okay, und da sind wir auch schon. Oh. No worries, love. Dann nehmen wir mal wieder die Maus zur Hand. You think this is gonna be easy? I'm going for another brawl. Okay, da ist sonst keiner. Ah, da ist er mit unseren Leuten unterwegs. Weiß nicht, ob ich den getroffen habe da. Was macht er denn da? Okay, anscheinend habe ich den Fahrer eben erwischt. Genauso wie den. Den da nicht. Ah, jetzt lädt er nach. Komm schon. Zack. So, laden wir gerade mal kurz selbst nach. Fahrer habe ich getroffen. Mal ranzoomen ein Stück. Ah nein, los, lass nach. Ah, Fahrer nicht erwischt. Ah, beide mit einem Schuss, sehr schön. What the fuck? Boah, mit dem Schwert. Kann ich das? Ah, nein. Achso, wir fliegen jetzt mit dem Heli weiter, oder was? Okay, Rocket Launcher schießen geht auch so. Da ist noch einer gelaufen, habe ich ganz genau gesehen. Okay, dann schauen wir mal, was das jetzt hier so gibt. Sie ist hier mit dem Auto unterwegs. Er fliegt hier voll durch die Bäume. So, einfach nur, weil wir es können. Okay, da sind zwei. Laber nicht! Fahr, Mädchen! Fahr einfach! Was wir snipen herum. Noch gleich hier Dings machen können. Rocket Launcher. Da vorne ist wieder einer. Da müssen wir kurz warten. Get rid of these guys. Ja, du musst ein bisschen. Uiuiui. Abstand gewinnen. Aber dem Auto geht's noch gut soweit. So, die Hälfte haben wir, wenn das da oben diese gelbe Anzeige. Die Dauer ist. Ah, nicht getroffen. Shit. Komm, brennt doch schon. Ja, nice. Oh, hab ich tatsächlich getroffen, hätte ich nicht gedacht. Fahr einfach weiter. Fahr einfach weiter. Ich hab alles im Griff. Papa ist am Start und hat einen Raketenwerfer dabei. Oh shit. Jetzt kommen sie schon mit Panzerwagen an. Nein, ah, ich kann nicht weiter nach links gucken. Das war fies. Der Hubschrauber fliegt hier aber auch Müll zusammen. Was? Der Typ ist wohl auch geflogen. Ja, ach. Sag bloß. So, da haben wir den auch. Da vorne ist schon wieder der nächste. So. Was, Alter? Der Treffer war Luck. Pures Luck. Ja, das Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird. Ah, scheint noch ganz schön lang zu gehen. Komm,
groß der Panzer war. You plan on keeping us alive, right? Kommt er lang? Bin dabei. Die Leute fahren voll Amok hier. So, sehr schön. Geschafft. Ins Licht. Keine Ahnung wofür. Ist nur Wurst. Sehr schön. Geschafft. 6.000 Dollar wieder dazu. Ja, minimal Respekt. Aber immerhin. Und 127 pro Stunde. Nice. Und es wird gespeichert. So, müssten wir jetzt wieder Kohle haben. Schön, danke. Was haben wir für Aufträge? Abgreifen, Versicherungsbetrug, Hubschrauberangriff mit Kinsey zusammen. Kinsey hat momentan die besten Aufträge. So, der Part ist eigentlich schon vorbei. Wo sind wir denn hier? Was ist das denn da? Ach, Amokfahrt. Vandalismus. Da können wir noch ein Gebäude kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt noch hier den plastischen Chirurgen. Warte, warum da lang? Na egal. So, und ich habe da schon ein Fahrzeug passend für uns gefunden. Bam! So. Ja, wer kann das schon? Yeah! Achtung! Läuft uns die dicke Nummer vors Auto, vors Moped, vors Mofa. So! Den Schönheitschirurgen kaufen wir uns jetzt noch. Bam, gekauft. Ja, wir sind auf einer völlig... Upsa. Auf einer völlig falschen Karte momentan, sehe ich. Wir kaufen hier oben gerade ein, wie die Bekloppten. Wir sollten erstmal hier weiter einkaufen. Oder haben wir da mittlerweile alles? Ne, hier gibt es nämlich noch ein Gebäude und da gibt es noch einen Waffenladen. Naja, im nächsten Mal, Leute, im nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao.